you ready for troop inspection? It's coming soon. Fuck, I got whipped so sharp this morning that I cut myself shaving with it. And so you look like a prick just in time for inspection. Well done. Oh, here we go again. Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Sticks, Master of Shadows. Ja, drücke eine beliebige Taste, machen wir gleich. Ja, kommt wieder Cutscene. Well, according to Ozcan, the transport office is at the center of the embassy. Distinguished diplomats, you will have a surprise invitee at the negotiating table. Tja, dann werden wir da jetzt mal zu der Botschaft huschen. Vielleicht im Schleichmodus wäre vielleicht besser. Den Typen können wir ja gleich runterstoßen, wenn es sich noch ausgeht. Komm, komm, komm. Ja, nice. Guten Flug. Da vorne schläft einer. Das dulden wir nicht. Wir haben ja jetzt eine neue Fähigkeit dazu geskillt. Zwar das Töten aus der Deckung. Das funktioniert ab und zu ganz gut, ab und zu nicht so. Eigentlich sollte es geräuschlos sein, aber irgendwie hören manche Gegner das trotzdem. In dem Fall ist es sogar gut, weil jetzt können wir die Wache damit ablenken. Der wird nämlich jetzt hier rüber gehen, nachgucken, was den Kumpel macht. So, währenddessen schleichen wir uns zum nächsten Schlafenden. Hier ist noch eine Münze, habe ich gesehen, ja. Nice. Zack. Schön mit dem Fuß ins Gesicht. So will man doch sterben. Oh, hier rein mit dir. Vorne ist ein Hammermann. Eieieiei. Hab ich ja gesehen jetzt. Da schleicht man sich extra rum. Dann sehen die dich trotzdem. Wo ist er jetzt? Oh. Krass, der geht einfach auf Patrouille. Zu seiner nächsten Kiste. Und da kann ich ja nicht hin. Und da sehen mich die Wachen von oben. Jetzt weiter. It's burning sun, it's dripping walls, it's delicate odor of burnt amber. Shut up, would you? It's friendly natives. Ah, okay. Die teilen sich jetzt, die trennen sich. Schon wie auf mich zusteuert. Denn ich muss da rauf. Nein, nein, nicht an dem Feuertopf. Ich muss da rauf. Hier wartet nämlich eine Münze auf mich, habe ich gesehen. Dazu müssen wir aber die Wachen ausschalten. Hier total sinnvoll im Kreis laufen. Der merkt es nicht mehr, ne? Ja, wo ist der Wachmann hin? Der hier in meinem Kreis läuft. Schön leise getötet. Die Münze eingesackt. Und weiter geht's. So. Wieso kann man da jetzt hoch? Achso, man könnte von da kommen. Ja. Oh je, oh je. Ich wollte gar nicht hier runter. Aber hier sind gar keine Wachen. Ist ja cool.
Da unten ist einer, aber der. Der kümmert sich nicht um uns. Oh, my head. Holy shit, this damn headache won't go away. It's pounding away like a new whore's bed on payday. I can't think. Aha, ja, speichern wir hier erstmal schnell. So. Dann haben wir hier einen Bogenschützen. Einen Armbrustschützen halt. Können wir aus der Deckung töten. Wir können es aber auch lassen. Gehen einfach hier unten durch. Hey, Cuthbert. I've been waiting for my little delivery a week now. It's coming. Be patient. Tomorrow without fail, I'll have the goods. You better, Cuthbert. You better. Ja, der Cuthbert, den sollen wir ja auch töten. Ist ja so ein Bonusauftrag. Er macht ja krumme Geschäfte mit den, was auch immer das für Leute sind. Wachen, Assassinen. Kotzt wieder einer. Ach, wir hätten den hier kreativ töten können. Geht es immer noch? Komm, wie das geht. Das würde ich feiern jetzt. Cuthbert? Cuthbert, komm her. Will er nicht. Doch. Ja! Jetzt noch nicht verkacken. Na, ah, Cuthbert, komm. Jetzt. There we go. One troublemaker less. I just have to get rid of the body. Ach schade, man muss die Leiche noch. Do I throw it in the vacuum or do I put it in the closet? Ja komm. Gehen wir jetzt gleich in die Kiste rein. Wie sehr verbuggt ist alles. Oh, rein da. Und Ruhe. Perfekter leiser Mord, keiner hat's gesehen. Keiner wird es je merken. So, was ist hier drin? Wo geht's da rein? Das Mäuseloch. Vorne ist ein Vogelnest. Lol. Das ist halt wieder so ein Gegenstand, der runterfällt. Wahrscheinlich für mich alarmiert. Nein, da ist eine Münze drin. Das ist ja gut. Sehr gut. Ich weiß doch nicht, für was die sind. Aber ich sammle die halt mal. Schatz ist voll. Wo müssen wir lang? Ach, wir müssen da hoch wieder. Nein. Ich hab ihn euch gar nicht gesehen. Unter mit dir. Ja, der ist jetzt fast verkackt. Die machen gar nicht so viel Schaden. Ich dachte irgendwie, die sind Elite oder so. Dafür hüpfe ich ins Tod. Nein, Leute. Nee. Gut, dass ich gespeichert habe. War das hier? Ich glaube schon, oder? Ach, verdammt. Ach, verdammt. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Es war so schön. Hey, Cuthbert. I've been waiting for my little delivery a week now. It's coming, be patient. Tomorrow without fail, I'll have the goods. Here we go. One troublemaker less. Er hat sogar eine Errungenschaft bekommen. I just have to get rid of the body. Do I throw it in the vacuum or do I put it in the closet?
Ist eigentlich ja ganz easy hier. Man muss sich nur was trauen. Weg mit dir. Ach, und hier jetzt sowieso automatisch gespeichert. Naja. Ja, egal, jetzt haben wir das halt als Bonus dabei. So. Und wie geht's jetzt weiter mit uns? Wir müssten eigentlich... Also wir müssen jetzt mal hier durch. Das ist das Vogelnest. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. So, dann... Müssen wir hier irgendwie hoch. Oder da rein. Da rein würde auch gehen, oder? Oh. Sieht gefährlich aus, was du da machst. Er hat ganz abgelenkt ist in seiner Arbeit. Der Arme. Da hinten ist die nächste Münze. Und wenn ich richtig sehe, sind da Wurfmesser. Gönnen wir uns gleich. Jetzt ist mal hier die Leiche weg. Was, was? Oh, 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 oh. Hab mich gesehen, oder was? Ach, du bist unwichtig. Du bist ein Hammermann. Du bist Hammer. Wie du dich bewegst mit dem Hammer. Was? Niemals. Ja. Der hat mich auch gar nicht gesehen. Der hat mich nicht gesehen. Ganz einfach. So. Wollen wir erstmal speichern? Das ist ein Spiel des Speicherns. Ich muss irgendwie einen Schnellspeicherknopf finden. Wie können wir hier vorgehen? Was haben wir hier zur Verfügung? Wir haben... Das können wir hoch. So, jetzt sind wir weiter oben, dann werden wir nicht so schlecht gesehen. Da hinten ist auch noch eine Wache. Wir müssen, eigentlich müssen wir ja nur darauf. Sieht jetzt so aus, als könnte man da drüben. Nee. Nee, man muss, glaube ich, da hinten lang, da die Treppe hoch und dann da, wo der Heini oben ist, dann da die Kletterhaken. Oh mein Gott. Ein langer Weg. Nein, was macht er denn? So, ich verstehe es einfach nicht. Warum lässt er sich denn nicht runterfallen? Hier, das war's. Also das... Tut mir leid, Leute, aber... Ich wollte mich an dem Geländer entlang hangeln, irgendwie. Oh Gott. Schön aus der Deckung. Der hört einfach alles, ne? Das ist ein super Mensch. Ein super Übermensch. Solange wir die Leiche verschwinden lassen, ist alles gut. Ja, du hast geträumt. Joa. Ach, ach was. Schalten wir den aus. Wenn er meint. Langsam aber sicher kriegen wir das schon hin. Machen hier einen Turm aus Leichen.
Da oben ist auch noch einer. Kriegen wir den mit dem Wurfmesser vielleicht? Ja, den würden wir kriegen. Ja, machen wir das auch so. Sobald er vorne steht, schießen wir mit dem Wurfmesser hoch. Dann sollte er nochmal runterfallen. Wenn wir Pech haben, bleibt er oben liegen. Oder kommt nie wieder. Ja, steht er da hinten. Die sind halt gefährlich. Komm, ich warte jetzt, bis der da oben soweit ist. Tut mir leid, wenn ich das jetzt in die Länge ziehe, aber ich will es ja perfekt machen. Einmal in dem Spiel möchte ich nicht ein Versager sein. Da. Da. Das ist die Chance. Komm, fall nach vorn. Nein! Er bleibt liegen. Nein! Nein! Ich dachte, der fällt doch schön nach vorn. Hey, man kann auch die Dinger da... Ah, das ist ja interessant. Man kann auch die Mechanismen mit den Wurfmessern aktivieren. So, wo geht's hier rein? Das ist so ein Rattenweg wieder. Nein, nein, nein. Ah, krass. Nein, 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 da ist keiner. Ja, hat sich selbst getötet. Der hat sich selbst getötet, Leute. Der wollte nicht mehr arbeiten. Da sah ich noch, ich will es perfekt machen. Ne? Jetzt ist schon wieder alles versaut. Vielleicht bin ich einfach zu schlecht für das Spiel, wer weiß. Wie kann ich mir nur einbilden, dieses Spiel spielen zu wollen? Dabei wäre das nur die normale Schwierigkeitsstufe. Ich will gar nicht wissen, wie schwer das ist auf schwer. Ja, da liegt unser Toter. Ja, Faulenzer bei der Arbeit, oder? Na, Leute, habt ihr noch eine Leiche zum Untersuchen? Komm. Ja. Hallo? Geht er mal hoch? Are you ready for troop inspection? It's coming soon. Fuck, I got. Speichern mal schnell. My weapon's so sharp this morning that I cut myself shaving with it. And so you look like a prick just in time for inspection. Well done. Oh, here we go again. Ja, und mit diesem Gespräch verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt einen Kommentar und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend oder morgen, je nachdem, wann ihr das guckt. Und bin raus, Freunde. Bis zum nächsten Mal.